Ein sonniger Radweg inmitten weitläufiger Weinberge. Eine überdachte Holzbrücke führt über einen stillen Bach. Dann der Blick von oben auf eine Bahntrasse und einen Radweg, die nebeneinander einen Fluss und eine Straße überqueren. Einblendung, die Ahr im Blick, mit dem Ex-Radprofi Björn Glasner unterwegs auf dem Ahr-Radweg. Der Ahr-Radweg geht los in Blankenheim und endet letzten Endes dann in Kripp an der Ahr-Mündung, wo die Ahr in den Rhein mündet. Den schönsten Teil haben wir ja heute sicherlich abgedeckt. Der ist von Altenahr bis Ahrweiler oder von Ahrweiler bis Altenahr. Da ist halt wirklich sehr viel, was man sieht mit Brücken, mit Tunnels. Man sieht die Weinregion. Man kann sich quasi aufs Fahrradfahren konzentrieren und muss nicht auf den Autoverkehr achten. Der Radweg führt durch steile Weinbergterrassen in einer Bergtallandschaft. Am Fuße der Weinberge ein Dorf. 3 Radfahrer unter ihnen Björn Glasner erkunden die Szenerien des Ahr-Radwegs. Der Ahr-Radweg meiner Meinung nach ist für den gemütlichen Fahrer da, der sich die Region anschaut, der anhält, um Kaffee zu trinken und Wein zu trinken. Der sportive Fahrer fährt eher auf der Straße. Die Radfahrer fahren über einen sonnigen Dorfplatz vorbei an einem alten Fachwerkhaus. Der Weg führt an einer alten Klosteranlage vorbei, dem Kloster Kalvarienberg. Man kann auch in der Eifel wirklich viele Berge fahren und die Region ist zum Radfahren eigentlich optimal. Auf einem Berggipfel thront die Ruine der Saffenburg. Die Radfahrer fahren in einen Tunnel. Er führt durch einen mit Wald bedeckten Berg. Aus 2 Tunnelausgängen, die sich wie Augen in einer baumbewachsenen Felswand öffnen, schwingen sich parallel die Eisenbahntrasse und der Radweg über ein Tal. Eine richtige Lieblingsstelle habe ich nicht. Es hat jeder Abschnitt hat seine Besonderheiten und seine Vorteile. In Ahrweiler ist das Tal auch deutlich breiter, man kann also viel breiter schauen. Stellenweise macht es natürlich auch was aus, wenn man durch die schmalen Tunnel fährt und so weiter in Richtung Maischoss. Es hat überall was Besonderes. Eine weite, flache Rebenlandschaft erstreckt sich vor einer kleinen Stadt. Der Radweg führt hindurch, im Hintergrund Berge. Einblendung, rheinlandpfalz.gold, www.rlp-tourismus.de